Vor langer Zeit segelte ich einmal auf einem eurer Schiffe mit und sprach mit einem deines Volkes. Er nannte mich eine Welle. Nicht viele deiner Art würden Anspruch auf einen solchen Titel erheben. Ich erhebe keinen Anspruch auf irgendwas. Ich sage dir nur, was er mir sagte. Wenn du eine Welle wärst, würden wir dir eine Passage gewähren. Doch alles, was ich sehe, ist ein Mensch. Okay, das hat nicht viel gebracht. Ich wollte noch einmal nach der Passage fragen. Wir nehmen keine Passagiere mit. Dann diesmal vernünftig. Ich bin sicher, wir können irgendeine Form der Einigung finden. Wir können nicht. Wir nehmen niemals Passagiere mit. Niemals. Einmal habt ihr es getan. Vor langer Zeit erhielt ich selbst einmal eine Passage auf einem eurer Schiffe. Dann hattest du Glück. So etwas geschieht nicht oft. Was könnten wir noch machen? Klicken wir uns mal später durch den Rest durch. Gucken wir mal, was dieser komische irgendwas. Eine Samare. Ich dachte, dass sie den Ozean nicht mögen. Vielleicht ist sie neugierig. Ich würde gerne mit ihr sprechen, aber das geht nicht. Die kann bestimmt so einige Leute Huckepack tragen. Die hat da hinten so einen Sitz drauf. Die sind wie geschaffen dafür. Auch wenn sie etwas versteinert aussieht. Sie kann sich nämlich nicht mehr bewegen. Ja, dann probieren wir mal noch andere Herangehensweisen. Er gehört zum dunklen Volk. Eine dunkle Person? Er ist wahrscheinlich ein Schattenführer. Der Kapitän eines Schattenschiffs. Ich wollte noch einmal nach der Passage fragen. Wir nehmen keine Passage. So, was haben wir noch? Welle haben wir schon probiert. Vernünftiges weg. Drohen wird bei denen nichts bringen. Flehentlich bitten. Ich muss unbedingt in eure Stadt. Es ist wichtig. Ich suche nach jemandem. In der Stadt gibt es keine Menschen. Nur selten wird jemandem erlaubt, auch nur unseren Wald zu besuchen. Ich suche keinen Menschen. Ich suche die Weise der Drake Kin. Ich weiß von keiner solchen Kreatur. Du solltest anderswo suchen. Lügner! Lügner! Du Lügner! Ich wollte noch... Dann probieren wir es mal mit bezahlen. Ich würde euch für eine Passage gut bezahlen. Wir sind an Geld nicht interessiert, Mensch. Was wollt ihr dann? Wir sind hier, um neue Stücke für unsere Bibliothek zu finden. Eines Tages wird sie vollständig sein. Dann können wir schlafen. Bis dahin reisen und sammeln wir. Ding! Geistesblitz! Bibliothek. Sie sammeln Stücke für die Bibliothek. Und dieser Herr Klacks, dieser Verrückte, mit dem wir gesprochen haben, der hat ja gemeint, der hat an einem Buch geschrieben und er besitzt derzeit das letzte Exemplar, was sich nicht selbst in die Luft jagt auf Seite 108. Das heißt, die können dieses Buch gar nicht besitzen. Wir brauchen sein Buch. April Ryan, was kann ich für dich tun? Buch, ja. Wärest du interessiert, dieses Buch, das du geschrieben hast, abzugeben? Oh, ich weiß nicht. Es ist das letzte Exemplar, weißt du? Alle anderen Kopien sind spontan explodiert. Genau. Ich weiß. Aber ich brauche etwas, womit ich mir eine Passage auf dem Schattenschiff unten am Shady Cay erkaufen kann. Du denkst, mein Buch kann dir dabei helfen? Vielleicht. Das dunkle Volk sammelt Bücher. Und deines ist ziemlich einzigartig, stimmt's? Oh ja, unbedingt. Würdest du es nicht als eine Ehre betrachten, wenn dein erster veröffentlichter Roman Teil der größten Bibliothek in Arcadia würde? Das würde ich. In der Tat. Warte, ich habe es bei mir. Ich habe es immer bei mir. Keine Ursache. Behandle es gut. Lass es nicht nass werden. Füttere es nicht mit rohem Fleisch. Wow, okay. Und zum Besten der Balance halte es bei Vollmond nicht verkehrt herum. Nie mehr wieder werde ich einen Blick auf die 10 wichtigsten Gründe, warum du kein fliegendes Schloss bauen solltest, auf Seite 42 werfen können, dabei wissend lächeln. Aber überleg doch, tausende von Leuten werden dein einzigartiges Lebenswerk bewundern können. Dein Buch wird Teil eines großen, eines viel größeren Ganzen sein. Du hast recht, natürlich hast du recht. Geh schon, nimm es mit dir, bevor ich emotional werde. Und wenn ein Zauberer weint, weint die ganze Welt mit ihm. Die Menschheit.
Na gut, wir haben ein einzigartiges Buch. Da sind wir hergekommen, da geht es zum Hafen, aber ich würde gern wissen, wo es hier nach oben lang geht. Ich möchte nämlich... hier in den Keller kann man nicht. Okay, eine kleine Sequenz. Huh? Sie ist einfach wieder umgedreht? Heißt das, wir können nicht da lang? Nein, geht doch. Also, warum hat die gerade eben umgedreht? Komisch. Aber mich würde echt interessieren, was wir... Okay. Also der Weg, der vorher versperrt war, am Anfang durch diesen Stau mit den Kamelen und den Wagen und in der Nacht dann von den Stadtwachen, ist jetzt mittlerweile frei und führt in dieses magische Ghetto. Dann hätten wir eigentlich von Anfang an hier lang gehen können und uns etwas Weg sparen können. Aber ich wusste das nicht mehr. Dann wollen wir jetzt erstmal wieder zum Hafen zurückgehen und dem Kerl von Dunklen Volk dieses ganz spezielle Buch anbieten. Hoffentlich reicht das auch, dass wir mitgenommen werden. So, Kutte, hör mal. Nein, warum kann ich nicht anbieten? Jetzt, oder? Nein, vielleicht muss ich erstmal mit ihm sprechen. Ihr sammelt Bücher, stimmt das? Wir sammeln alles, was geschrieben und aufgezeichnet wurde. Das sieht schon mal gut aus. Schriftrollen, Steintafeln, Kristalle, Geschichte, Dichtung, Journale, Erzählungen. Vom ersten Wort bis eines Tages zum letzten. Bis unsere Sammlung vollständig ist, werden wir fortfahren zu reisen, zu handeln und zu sammeln. Ich schätze, das letzte existierende Exemplar eines seltenen Buches könnte sehr interessant für euch sein, nicht wahr? Das mag sein. Es sei denn, wir besitzen es bereits. Habt ihr nicht. Nicht dieses. Es heißt Abschied von meinem Zauberer-Dasein von Roper F. Clax. Ich werde mit meinen Brüdern in der Bibliothek darüber sprechen. Dieses Buch besitzen wir nicht. Wir brauchen es für unsere Bibliothek. Willst du dich davon trennen? Nun, für eine gewisse Gegenleistung. Ich möchte zu eurer Stadt. Zeig mir das Buch, damit ich es mir selbst ansehen kann. Niemals. Dann haust du mir noch ab mit dem Buch. Ich halte es auch fest, dann darfst du es dir angucken. Also gut, Mensch. Dieses Buch ist von Wert für uns. Wir gewähren dir eine Passage auf unserem Schattenschiff. Danke. Wann legt ihr ab? Sehr bald. Wir warten nur noch auf die letzten Sendungen unserer Lieferanten. Komm an Bord. Oh, das war einfach. Und wir sind Bist wieder bei Saui. Bist du sicher, dass du nichts zu essen haben willst? Ich kann etwas bestellen. Ich bin nicht sehr hungrig. Trotzdem, danke. Na gut. Etwas Kaffee? Tee? Nein, danke. Etwas Alkoholisches? Ich habe Whisky. Ich bin wunschlos glücklich, Damien. Wirklich. Na schön. Also, was denkst du? Ich denke, du solltest kein Wort von dem glauben, was dieser Mann dir sagte. Er versuchte, in deinen Kopf zu gelangen. Es gibt keinen Beweis, dass Reza irgendetwas passiert ist. Ich hoffe, du hast recht. Wenn ich so weit gekommen bin und sich herausstellen sollte, dass Reza... Stopp. Es hilft uns nicht weiter, das Schlimmste anzunehmen. Ich meine, Reza muss sehr wichtig für dich sein. Das ist er. Reza war für lange Zeit mein bester Freund und ich war total verliebt in ihn. Als dieses Gefühl verging, ich liebe ihn nicht weniger, aber es ist jetzt etwas anderes. Ich weiß nicht, was mit mir ist. Ich habe meinen Glauben verloren an alles und jedes. Schule, Freunde, meine Hobbys, meine Zukunft. Reza. Nichts scheint mir sonderlich bedeutungsvoll zu sein. Und deswegen muss ich jetzt, nachdem Reza vermisst wird, nach ihm sehen. Nicht nur, weil er mein Freund ist und nicht nur, weil ich ihn liebe. Denn wenn ich es nicht tue, wer würde ich dann sein? Was würde ich sein? Vielleicht werde ich die Zoe nicht mögen, in die ich mich nun verwandle. Aber sicher würde ich die Zoe hassen, die ihren besten Freund auf diese Weise im Stich ließ. Also, ja, er ist sehr wichtig für mich. Natürlich.
Und im Moment wünsche ich mir nichts mehr, als dass es ihm gut geht. Also, das bedeutet... Diese Kreatur in dem Garten? Sie benahm sich, als stecke sie hinter der ganzen Sache. Als kontrolliere sie die Wartikorp. Ich habe Gerüchte gehört, aber ich habe nie glauben können... Ich glaube, sein Name ist Alvin Peets. Was für ein toller Peets? Name. Der Mann, der Warty gegründet hat? Dann müsste er mehrere hundert Jahre alt sein. Allerdings, es ergibt trotzdem einen Sinn. Es ist eine Art urbaner Legende. Was geschah mit Alvin Peets? Niemand weiß es, aber es gibt eine Menge Theorien. Einige behaupten, gehört zu haben, er würde durch Maschinen am Leben erhalten und dass er noch immer die Warty Corp kontrolliert. Die Sorte Stories, über die man nur lachen kann. Er sah nicht aus, als hänge er an einer Maschine, Damien. Er wirkte, als wäre er eine, oder wenigstens zum Teil. Und er war böse, missgestimmt, widerlich und hasserfüllt. Er behauptete, dass wir seine Sinne stehlen würden. Ich glaube eigentlich, dass er mich fürchtet. Nach dem, was du mir zuvor erzählt hast, muss er komplett vom Netz abhängen. Die Stasis muss ihn zu Tode ängstigen. Wenn er das Netz braucht, um zu sehen und zu hören... Ist er ohne komplett hilflos? Ich fühle mich nicht mehr sicher. Er wusste, wer ich bin. Er war in Reesers Träumen. Er hat überall Spione, Kameras, Robots. Mach dir keine Sorgen, Zoe. Er wird dich hier nicht finden. Das verspreche ich dir. Ich werde mich morgen umhören und sehen, ob ich irgendetwas über Peets erfahren kann. Du musst müde sein. Ich halte dich unnötig wach. Tut mir leid, ich bin nur... Ja, ich bin ziemlich müde. Ich denke, ich sollte mir ein Hotelzimmer suchen und mir ausdenken, was wir als nächstes tun. Danke für die Kleider, Damien. Ich werde... Hey, nein, kein Anlass, ein Hotel zu suchen. Du kannst hierbleiben. Ich meine, wenn es dir recht ist. Ich kann auf dem Boden schlafen. Ach, das musst du wirklich nicht. Ich... Ich weiß, aber du hast bisher eine Menge aushalten müssen und du hast mir geholfen. Also ist mein Bett das Mindeste, was ich dir anbieten kann. Hab mich wohl etwas ungeschickt ausgedrückt. Aber du weißt sicher, was ich meine. Danke, Damien. Wenn es dir nichts ausmacht, dass ich hierbleibe, dann bleibe ich. Fein. Dann lass mich das Bett für dich fertig machen. Schon gut, ich kann... Okay, dann... Ja, ich denke, du kannst mir behilflich sein. Okay, ja, großartig. Ach ja, falls ich weg sein sollte, wenn du morgen aufwachst, mach dir keine Gedanken. Ich muss sehr früh im Büro sein. Das ist in Ordnung, kein Problem. Ich werde hierbleiben. Gut. Ich sehe mich mal nach frischer Bettwäsche für dich um. Hoffentlich haben die keinen Sex. Verdammt, Zoe gehört mir ganz allein. Damien. Gut, wen haben wir hier? Ah, wie hieß der nochmal? Kian? Dies ist es, Apostel. Die größte Errungenschaft des Imperiums östlich von Sadir. Ganz schön hoch. Ein Monument unserer Kraft und unseres Glaubens. Selbst in Sadir gibt es nichts, was sich damit vergleichen könnte. Warum wurde er so hochgebaut? Ihr fragt den falschen Mann. Ich hinterfrage nicht die unendliche Weisheit der Sechs. Ich habe absolutes Vertrauen in ihre Entscheidungen. Natürlich, das haben wir alle. Geht hinein, Apostel. Der Abgesandte erwartet euch. Gut. Dann sind wir jetzt von unserer Reise zurückgekehrt. Und wir wurden ja zu einer heiligen Mission hierher beordert. Und jetzt werden wir wahrscheinlich unsere heilige Mission gleich mitgeteilt bekommen. Bestimmt wird sie irgendwas mit April zu tun haben. Ah, das ist dieselbe Frau, die auch mit dieser vermummten Gestalt geredet hat.